Servus miteinander. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Teil hier in dem Webinar Wasservermalbare Ölfarben. Ja, in dem heutigen Teil geht es um, wie schon im Vorschaubild zu sehen, um einen Akt, den ich mit den Primärfarben malen werde. Und ja, wir werden da, besser gesagt, ich werde da ein paar Themen ansprechen, die jetzt einfach auch mit diesen Primärfarben zu tun haben. Aber bevor es losgeht, hätte ich ganz gerne noch einen Daumen hoch, dass alles in Ordnung ist. Also, ja, wie gesagt, Testbildshirt. Ich muss mir neue Shirts kaufen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr mich gut hören könnt. Gebt mir einfach mal einen Daumen hoch im Chat, dass alles passt und tippitoppi ist, der Ton laut genug ist. Und wie ihr seht, ich habe hinten den Hintergrund ein bisschen geändert, damit sozusagen mein Silbergrau besser vorkommt, ne, so als Silberrücken. Damit ihr mich noch besser sehen könnt vor der weißen Wand, war das Ganze natürlich dann ein bisschen so. Ne? Also wie gesagt, there's definitely room for improvement, was ich natürlich immer wieder mache. Okay, super, Daumen hoch, passt alles, super. Okay, ansonsten, ja, wie gesagt, die Präliminarien wie immer, denn ihr habt das ja mitgekriegt und ich versuche nicht unbedingt zu tagesaktuell zu sein, weil das natürlich immer so eine Sache ist, wenn man es im Nachhinein anschaut, ist dann die Frage, wie ist es jetzt von Relevanz, aber es ist natürlich dann so, dass sich ziemlich viel getan hat in Wien, wie ihr mitgekriegt habt und jetzt auch natürlich die ganzen Länder haben jetzt wieder einen Lockdown und was natürlich dann auch immer wieder bedeutet, dass wir natürlich dann zu Hause sitzen und dementsprechend habt ihr natürlich Zeit, mir zuzusehen. Für diejenigen, die neu dazugekommen sind, ist es so, dass ich mich natürlich dann freue, wenn ihr oder auch natürlich die, die schon länger dabei sind, fürs Liken, Kommentieren und für die, die neu sind, die vielleicht auch ein Abo dalassen. Und da möchte ich natürlich auch nochmal das Webinarkonzept erklären, denn es ist so, dass ich dieses Webinar kostenlos mache. Also das heißt, ich mache das so, dass jeder daran teilnehmen kann und lasse dann auch diese Filme online. Somit bietet sich auch die Möglichkeit, falls man es dann an dem Abend live verpassen sollte, das dann nochmal nachzusehen. Und dementsprechend ist es eben auch so, dass ich natürlich auch dankbar bin, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützt. Denn unten in der Videobeschreibung gibt es den PayPal-Link, wo man mich finanziell unterstützen kann. Und es ist aber auch so, dass natürlich ihr das auch so halten könnt, wie es für euch in Ordnung ist. Also wenn ihr was habt, könnt ihr was geben. Es ist aber auch so, dass ihr euch keine Gedanken machen müsst, egal wie wenig oder wie viel. Es ist alles in Ordnung, hilft mir natürlich weiter. Ansonsten, ist es so, dass ich schon im Laufe des Webinars das dann auch so gemacht habe, dass ich natürlich irgendwie auf diese wasservermalbaren Ölfarben eingehe. Aber ich bin mir bis jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob ich mir da nicht wirklich ein Ei gelegt habe, weil so die große Begeisterung ist bei mir noch nicht so richtig am Kochen. Denn ich kämpfe mit einigen Schwierigkeiten, denn ich habe immer noch das erste oder eins der ersten Bilder da, das vom Karl Marx, das immer noch an den weißen Stellen nass ist oder besser klebrig. Und aber auch die anderen sind irgendwie so leicht klebrig. Also ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Also ich versuche es nochmal rauszufinden. Das ist irgendwie die eine Sache. Und ansonsten ist natürlich das Medium die eine Geschichte. Also da wäre es jetzt einfach so, ich könnte auch ganz fließend in die normale Ölfarbe übergehen. Denn die Ölfarbe ist auch meine Haupttechnik, mit der ich eigentlich arbeite. Also das heißt, so meine Schwerpunkte sind Ölmalerei, Kohle zeichnen und Buntstift. Das sind so die Sachen, die ich permanent mache. Die Gouache-Farbe ist es auch in den letzten Jahren auch geworden. Also das ist auch natürlich, glaube ich, habe ich das Webinar natürlich auch gemacht. Jetzt die Acrylfarbe ist eher so eine Nebengeschichte. Und dementsprechend ist es aber auch so, dass die Technik an sich nicht unbedingt zu entscheiden ist. Denn ich hänge jetzt auch in diesem Webinar, hänge ich dann auch bestimmte Aspekte auf, die zum bildnerischen Gestalten und zum Malenlernen dazu gehören. Also es ist nicht nur eine Sache, dass ich euch zeige, wie sich Ölfarben verhalten oder wie sich ein bestimmtes Medium verhält, sondern ich gehe dann eben auch auf bestimmte Dinge ein, wie zum Beispiel heute auf die Lukas Berlin. Und glücklicherweise ist es auch so, ihr werdet natürlich jetzt zuschauen können, wie ich natürlich mit fliehenden Fahnen untergehen werde.
Aber ich werde versuchen, mich natürlich dann da auch zu retten. Und das werde ich dann auch gleich erklären, wenn ihr dann die Farben zu sehen bekommt. Denn die Farbhersteller haben da ein bisschen was Komisches gemacht. Und das werde ich dann auch erläutern. Und das ist immer wieder was, worauf ihr auch zum Beispiel achten könnt. Weil das ist so, dass ich jetzt von Lukas die drei Grundfarben habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob die funktionieren werden. Und ich zeige euch das dann einfach mal, warum ich da so gewisse Bedenken habe und euch auch zeige, wie ich um diese Sache drum rumkomme. Dann ein anderes Thema, das wir heute angehen, ist auch so, ihr habt ja das Foto habt ihr ja schon im Thumbnail oder im Vorschaubild gesehen. Und da ist es eben so, dass ich in den letzten Jahren, und das ist jetzt auch so eine Sache, das wird jetzt auch vielleicht wahrscheinlich ein bisschen wie soll ich sagen, in einen leichten Vortrag ausarten, denn ich habe so viel Porträt und Akt gemalt, dass es dann immer so eine Sache ist, dass grundsätzlich die Gegebenheit die ist, dass man entweder kaltes oder warmes Licht hat. Also ein warmes Licht ist Glühbirnenlicht oder Halogenlicht, also von Scheinwerfern. Und ein kaltes Licht ist mittlerweile das, was ich hier jetzt im Zimmer habe, das sind Tageslichtleuchten. Oder aber auch Nordlicht, natürliches Licht und sowas. Und dementsprechend habe ich eigentlich immer nur die zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Hautfarbtöne. Also die Variationsbreite ist auch relativ limitiert. Und was ich eben mit der Vorlage gemacht habe, ist, dass ich mit farbigen Folien vor den Lichtern gearbeitet habe. Also das heißt, ich erkläre das dann auch, wenn ihr das Bild seht, wie ich das dann gemacht habe. Denn ich habe hinter mir habe ich noch ein großes Licht gehabt, das mit einer blauen Folie bestückt war und das verändert den Hautfarbton und verändert aber auch dann die Schatten. Das sieht man dann auch auf der Fotografie. Und das habe ich deswegen gemacht, damit für mich die Hautfarbtöne interessanter sind und ich auch ein bisschen mehr in den Farbkasten greifen darf beim Inkarnat, wie wir Fachleute sagen würden. Eine andere Sache ist, dass ich auch heute so vorgehen werde, dass ich mal die wasservermalbare Ölfarbe mal so anfange, wie ich jetzt klassisch anfangen würde, indem ich dann kein Malmittel dazu gebe, sondern einfach erst einmal mit Wasser die Farbe verdünne und das Ganze so lavierend anlege. Also das heißt mit dünnen Lavierungen mein Bild anlege und schau mal, was dann dabei passiert. Und die andere Sache ist natürlich die, wenn ihr die Vorlage seht, seht ihr natürlich auch, dass ich zum Teil einfach relativ viele Details habe. Also ich habe zum Beispiel Tätowierungen, ich habe so Braids, nennt sich das, also gezöpfte Haare, sagt man das so? Ja, Zöpfe in den Haaren, ja genau. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich natürlich einen Großteil, also sehr viel Informationen, Bildinformationen und Details habe. Und da geht es darum, wie ich das vereinfache. Aber wie ihr schon wisst, für diejenigen, die es schon mal auch jetzt irgendwie so eine Demo gesehen haben, ist es so, dass ich in der Zeit natürlich jetzt nicht bis an die Ausarbeitung komme, sondern mir geht es jetzt darum, euch zu zeigen, wie ich mit den drei Grundfarben umgehe, wie ich das Bild anlege, wie ich zu den Formen komme. Das ist so mein Ausgangspunkt. Ja, ich schaue jetzt gerade mal kurz im Chat. Da wird, glaube ich, gerade die Lichttemperatur diskutiert. Also 5500 ist Tageslicht in dem Fall, Carina. Und ich glaube, 3,5 ist, glaube ich, Halogen oder so. Aber wie gesagt, ich bin die Zahlen nicht besonders gut. Also wie gesagt, wenn ihr eine Frage an mich habt im Chat, dann bitte, dann gebt ein Add vor meinen Namen. Also das heißt, schreibt dann Add und dann müsste mein Name dann auftauchen. Dann wird mir das gelb markiert und dann finde ich dann auch im Chat dann diese Fragen, weil ansonsten rutscht es raus. Da kommt schon eine Frage vom Woodspirit. Also ich weiß nicht, warum es nicht markiert ist. Also ihr habt jetzt Add Stefan, aber es wird nicht gelb. Das ist komisch. Wie verhält es sich mit Schnelltrockner von Thalens Malmittel? Auch nicht besonders, muss ich gestehen. Also weil ich habe jetzt hier das von letzter Woche. Na? Und es ist noch leicht klebrig. Also das ist so. Also es ist schneller getrocknet als der Karl Marx und auch als der Michi. Also es hat auf jeden Fall was geholfen, dass ich dieses Malmittel reingegeben habe, aber es ist trotzdem noch ziemlich klebrig. Also das ist dann auch so geflochten, genau. Aber Zöpfe heißen Braids, ne? Also im Englischen, ne? Ich glaube, die heißen, wie gesagt, heutzutage wird alles immer Englisch genannt. Braids heißt es. Und sie hatte nämlich auch dann diese Violetten und da bin ich natürlich auch auf die Idee gekommen, dann das Licht auszusetzen.
Ja, das wäre es eigentlich, was ich eigentlich vorab besprechen wollte. Und wir gehen jetzt glatter mal ans Malen. Die Stefanie fragt, ob man das Bild hinter mir kurz vollständig sehen kann. Da müsste ich mal kurz aus dem Weg gehen. Also das ist, also ich muss mal kurz aus dem Weg gehen. Ihr könnt es auch auf meiner Webseite könnt ihr das Bild sehen, da ist es auch abgebildet. Oder auch Instagram oder Facebook. Also das heißt, in den sozialen Medien findet ihr das natürlich ohne Probleme. So, Golden Open Acrylfarben können wirklich sehr interessant sein für einige hier. Malsuchti sagt es. Ja, die habe ich, glaube ich, auch immer ausprobiert, aber es wird auch so klebrig. Genau, brauchst du deine Homepage. Noch zur Sache, ich habe mich natürlich ein bisschen eingegroovt, was ich euch echt immer wieder ans Herz legen kann, macht einfach auch mal eine Zeichnung. Das heißt, die Zeichnung ist dann auch so, dass ihr einfach ein bisschen Gefühl für die Formen und fürs Hell-Dunkel bekommt. Also ich habe jetzt den Hintergrund weglassen, aber ich habe dann das Hell-Dunkel in den Körper reingemacht und das hilft mir dann, wenn ich jetzt hier das Zeichnen anfange. Dankeschön, Susanne. Tolles Bild, sehr cool. Genial, okay. Genial. Ui, le trollu. Ja, in dem Fall, jetzt geht's rüber. Ihr seht jetzt schon, ich habe die Farben hier aufgelegt. Also ich habe jetzt, hallo Susanne, die Farbtemperatur reicht nicht, wenn das Spektrum selbst nicht ausgeglichen ist. Ja, genau. Also das ist so, das ist natürlich, der Alex schreibt natürlich, hallo zusammen, die Farbtemperatur allein reicht nicht, wenn das Spektrum selbst nicht ausgeglichen ist. Ich nutze HQI oder Halogen HQI. LED und Neon sind oft unausgeglichen. Das stimmt natürlich. Und das macht sich insbesondere bei den Hautfarbtönen oft bemerkbar. Das ist natürlich echt ein Problem. Das ist sicherlich so. Aber da halten wir uns dann auch in einem Bereich auf, wo es dann richtig teuer wird. Also tolle Zeichnung, sehr cooler Hintergrund. Spektrumverteilung ist wichtig. Ja, das ist einfach so. Also es ist dann so, dass dann oft eben bei den Rottönen es schwächelt und natürlich sehr viel Blau bei LED ist und solche Sachen. Ne? Zeichnung kann frustrieren, da wird die Zeichnung gut und das Bild kommt näher. Naja, Stelio, Risiko, Risiko, Risiko. So, nämlich, ich habe jetzt die Lukas Berlin und das ist so, ich habe jetzt die ganze Zeit die Artisan und die Cobra verwendet. Aber apropos, nachdem ich jetzt schon 13 Minuten im Stream bin, will ich mal den Wodka Tonic zum Zuge kommen lassen. Und was die da machen, ist, dass die dann sagen, okay, du kannst jetzt die drei Grundfarben nehmen. Und jetzt werde ich euch heute zeigen, dass man grundsätzlich mit den drei Grundfarben ziemlich weit kommen kann. Aber man hat das Problem jetzt hier mit dem Blau. Das ist ein leichtes Problem. Weil das Gelb könnte auch ein leichtes Problem sein, weil das ist in dem Fall, ist es auf jeden Fall kein Cadmiumgelb oder ein stark pigmentiertes Gelb. Aber das könnte einigermaßen funktionieren. Dann haben wir hier so eine Art von Magenta. Und hier seht ihr jetzt schon, habe ich jetzt mal dieses Blau rausgedrückt. Und das heißt hier, und die Farben heißen Primärgelb, Primärrot und Primärblau. Und jetzt ist es aber so, und das zeige ich euch jetzt gleich, dass ich da ein Problem habe. Weil der Farbhersteller Lukas macht es nämlich auch bei seinen anderen Ölfarben, dass sie da ein bisschen eine Mogelpackung machen. Weil ich habe jetzt hier, das Phthalo-Blau von Artisan. Ups, das ist nicht im Bild, hier habe ich es. Ne? Machen wir es mal darüber. Ich habe hier das Phthalo-Blau von Artisan. Man sieht es schon auch auf dem Deckel, sieht man das schon, was der Unterschied, also auf dem Druck sieht man schon ein bisschen den Unterschied. Interessanterweise ist es aber so, dass das gleiche Pigment ist. Es ist Pigment Blue 15 Doppelpunkt 3. Und hier haben sie es nicht ganz angegeben, hier haben es nur PB15 angegeben, hier hinten. Jetzt ist es so, das ist irgendwie relativ komisch, weil, wenn ich das jetzt mal mache, dann seht ihr das gleich. Dann schaut die Farbe ziemlich anders aus.
Und da wäre nämlich schon auch das Problem. Denn in meinem Bild gibt es dann Stellen, die ziemlich dunkel sind. Und da ist natürlich die große Schwierigkeit, dass ich, und das zeige ich euch jetzt gleich einmal, dass ich da Schwierigkeiten haben werde. Ich weiß gar nicht, wo ich das Zeug alles hinlegen soll. Dunkelheiten zu erzielen. Denn was Lukas wahrscheinlich gemacht hat, ist, dass er das nämlich hier ein bisschen weiß reingegeben haben. Also das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und will jetzt einen dunklen Ton machen, ist es das Dunkelste, was ich machen kann. Und ihr seht ja meine Vorlage, da wird es irgendwie eng werden. Ne? Das heißt, was die gemacht haben, und das ist echt wirklich ein bisschen ärgerlich, das ist, die haben in das Phthalo-Blau haben die Weiß zugemischt, weil das Phthalo-Blau als reines Pigment ist vom Tonwert her fast schwarz. Also das heißt, ihr dürftet eigentlich in der Filmaufnahme, jetzt ist da auch noch so ein Hotspot drumherum, seht ihr das jetzt eigentlich auch gar nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt mal mache, gleich daneben, dann kann ich natürlich auch einen relativ tiefen, dunklen Tonwert fabrizieren. Und jetzt ist es eben so, dass ihr jetzt mit den drei Grundfarben, also das heißt, ihr habt jetzt hier das Gelb, ich habe das Magenta und ich habe jetzt das Cyan. Und sie machen das halt, damit das ausschaut wie Cyan, was aber echt auch so der Fall ist, das kann ich euch jetzt eigentlich auch noch hier zeigen, dass ich relativ problemlos mit dem Phthalo-Blau dorthin kommen an diese Farbe. Und jetzt sieht man aber auch noch, dass dieses Phthalo-Blau von Artisan noch ein bisschen besser pigmentiert ist. Das kommt auch noch dazu. So, Top-Chat statt Live-Chat eingestellt. Also, um was geht's? Heute Samstag, morgen, was auch? Okay, also. Was hältst du von den schminkewasservermalbaren Ölfarben oder hast du die mal probiert? Ich weiß gar nicht, die Gabriele fragt, wenn es mein Name sein soll, Günzel, weiß ich nicht genau, aber was hältst du denn von den schminkewasservermalbaren Ölfarben oder hast du die mal probiert? Es gibt von Schminke keine wasservermalbaren Ölfarben, sondern nur ein Malmittel. Na, dieses Medium W, das sie haben. Na? Und das werde ich auch irgendwann mal ausprobieren hier in dem Stream. Also da werde ich das dann mal machen, dass ich meine Künstlerqualität nehme. Ich nehme eine Künstlerqualität und verwende dann dieses Wasserformat, also dieses Malmedium von Schminke. Ne? Okay. Also. Sind die Farben, Alex Preussianer fragt, sind die Farben transparent oder deckend gemischt? Ja, das Problem an der Sache ist, dass wenn das hier jetzt, wenn da wirklich tatsächlich weiß drin ist, also das weiß ich jetzt, weiß, das ist gut gesprochen, von der Lukas, die Studio-Ölfarbe, da weiß ich's, dass die das genauso haben, dieses Primärgelb, Magenta, Primärzyan, und da steht es auf der Tube drauf, dass da noch weiß dabei ist, um den Tonwert hinzukriegen, dass es so ausschaut wie Cyan. Aber tatsächlich ist das Cyan immer, auch in der Druckerei, dieses Phthalo-Blau. Das nehme ich dann durch die Transparenz. Das kann ich, das ist ein transparentes Pigment, das ist ein Lasurpigment, wenn ihr das seht. Na? Das heißt, eigentlich sollte das hier auch ein Lasurpigment sein. Seht ihr das? Na? Das ist eigentlich auch schon fast ein bisschen zu deckend, aber das geht schon. Beim Gelb ist es wichtig, dass es ein bisschen deckender ist, weil es für unser Malen ist es auf jeden Fall wichtig. Ne? Also das ist so die Geschichte. Ne? Ja, das Gel hab ich auch gekauft. Also Universum schreibt, Medium W gibt es auch als Gel. Das ist meine Lösung, dass ich
dass ich das Gel verwenden werde, weil ich habe mir auch gedacht, dass die flüssige Sache einfach zu, die Farbe zu arg verdünnt. Also, um jetzt beim Malen anzufangen, es ist jetzt ein bisschen eine heikle Geschichte. Ich glaube, dass ich das Bild mit den drei Grundfarben nicht mischen kann. Und jetzt ist es so, bei CMYK gibt es die Möglichkeit, eben schwarz dazu zu geben. Das wäre in dem Fall CMY und das wäre K. Und das K steht für Key. Und das ist in dem Fall schwarz. Das sind die dunklen Drucker. Damit würde ich natürlich dann diese Farben hier hinkriegen. Und ich kann dann eben schwarz nehmen oder, um farbiger zu werden, kann ich dieses gebrannte Sienna nehmen, das mit der Farbe zusammen und mit dem Magenta auch einen ziemlich dunklen Ton und eigentlich einen Schwarzton fabriziert. Das heißt, ich werde ihn später dazu nehmen. Das kann sein, dass ich jetzt auch auf dieses Blau ausweichen werde, weil mit dem kann ich eigentlich nicht wirklich so viel anfangen, habe ich festgestellt. Ne? Also das ist so. Und jetzt fangen wir, glatter mal an. Wenn ich es immer klingen hört, ne, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Also, hier wären wir. Und in dem Fall ist es jetzt natürlich auch so, ich habe es jetzt auch heute ein bisschen leicht, denn es ist so, dass dieses Format hier, ja, das ist dieses Format hier. Also das heißt, ich hab hier genau 20-30 und da 20-30. Mir ist es aber wurscht, weil ich in dem Fall mache ich das so, dass ich... Die Farben sind jetzt echt nicht wirklich gut. Das tut mir leid, dass ich das gleich von Anfang an sage. Ja. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich dann auch hergehen kann und ich kann natürlich auch schauen, wo was ins Format reingeht. Aber was ich grundsätzlich mache, ist natürlich auch so, dass ich schon schaue, wo ist... Also wenn ich jetzt das freizeichnen würde, das zeige ich jetzt einfach einmal. Na, das heißt, ich würde in der Regel würde ich so anfangen, dass ich versuche, eigentlich auch erstmal die Dynamik des Körpers hinzukriegen. Und ruhig einfach diese Schwünge und auch diese Richtungen, die so wichtig sind. Und da ist es auch so, mir geht es nicht so sehr darum, dass das alles immer so super, super genau ist. Und ich finde auch, wenn ihr eine Verzeichnung reinkriegt, dann ist das gar nicht mal wirklich so tragisch, ehrlich gesagt. Also das ist so, ich finde einfach auch, Sascha, das sind die Lukas Berlin. Da bin ich zu hoch. Das ist natürlich der große Vorteil, dass ich jetzt auch, ich kann jetzt echt fast darüber gehen, ne? Also da, wo ich mich verzeichnet habe. Ne? Also das ist so, da habe ich natürlich die Höhenverhältnisse, da bin ich zum Beispiel zu breit. Aber ich werde mich jetzt gar nicht so richtig groß damit aufhalten, sondern ich werde es dann auch nochmal erklären bei weiteren Bildern, wie ich da vorgehe. Das heißt, Wahnsinn, das mit dem Wasser ist ja echt irre. Dass es dann so bleich wird. Das ist ja schockierend. Ja, das heißt, da bin ich einigermaßen richtig. Da. Ja, also es ist so, ihr seht, es geht dann darum, dass ihr, sobald ich auch hergehe und auch das Volumen einmal mache, ist es so, dass ich, ihr seht es ist eigentlich nicht so wirklich genau gemalt, aber das Ganze hat schon mal eigentlich so einen Schwung und so eine Dynamik. So,
Zwei Medauer, den guten Stefanus, ja, soll dann masochistischen Reitenstück Sachertat hat. Mit auslösen Niedige zu. Also du redest von den Berlin? Ja, ich wollte es einfach mal wirklich auch alles abdecken, ehrlich gesagt. Also das ist so, weil darum geht es ja auch ein bisschen, dass man einfach auch in dem Stream mal rauskriegt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Und das wäre jetzt einfach auch so die Geschichte, die Zeichnung, die mir eigentlich reicht, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt so. Ne? Da halte ich mich gar nicht damit auf, ehrlich gesagt. Also, weil da würde ich mir echt total ausbremsen mit dem Gesicht. Ne? Also das ist so, ich brauche die grobe Position. So. Tja, Sascha, da bist du jetzt echt zu spät dran, dass du mir das sagst. Ich habe die ganze Zeit reingeschrieben, ne? Jetzt muss ich durch. Aber ich tune die natürlich dann noch mit anderen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, was geht. Und dementsprechend schauen wir mal. Also, was ich jetzt mache, ist, dass ich... Und da seht ihr schon eigentlich auch, wenn ich jetzt hergehe, ich probiere jetzt mal. Das wäre jetzt, ihr seht es, ich. Na, es schaut natürlich schon. Ah. Es ist einfach viel zu hell. Ne? Aber es ist jetzt alles halb so wild. Ich mache das jetzt alles mal mit verdünnter Farbe. Und schau mal, wie das Ganze dann so funktionieren wird. Weil das ist auch so eine Art und Weise, wie man grundsätzlich ein Bild anlegen kann. Was ich auch bei diesen ganzen, bei dieser Vorgehensweise ganz oft mache, ist, dass ich halt eben schaue, dass ich möglichst schnell meine Flächen schließe. Trotzdem einfach ein bisschen Weiß reingeben. Also ich werde jetzt einfach mal wirklich mit... Ah, ich sehe. Okay. Und ich gehe einfach davon aus, dass ich jetzt erst einmal so grob die Farbigkeit anlege. Und rumprobiere. Und das mit verdünnter Farbe. Weil ich habe die bis jetzt noch nicht in der Form so verwendet, dass ich versuche, ich weiß nicht genau, ob ich das Malmittel brauche, ich habe es mir jetzt einfach mal hingestellt, aber zu wenig Farbe. Fühlt sich beim Zuschauen recht ungut an. Nee, das schaut nur so aus, weil ich auch versuche, die Farbe relativ dünn zu halten und auch gar nicht so ordentlich mal. Also das ist so, ihr seht es, das ist so, mir ist es wurscht, ob ich da jetzt rein oder raus fahre. Das ist nicht wirklich so das Entscheidende. Was aber schon ein Problem ist, das wäre der Sinn. Ich gehe jetzt irgendwie von den Mitteltönen aus. Und das Gute an den drei Primärfarben ist halt auch, dass ich grundsätzlich
Und das zeige ich euch jetzt mal. Dass ich hergehen kann. Oh, schon wieder hergehen. Dass ich so vorgehe. Naja, das Gelb ist auch ein bisschen zu schwach. Und schau mal, wie dieser Ton ist. Also er kann ruhig ein bisschen satter sein. Nach unten hin wird er violetter. Ja. Und also vom Prinzip her, finde ich jetzt ganz okay, ehrlich gesagt. Also so. Der Vorteil ist halt einfach, dass es auch ziemlich dünn ist. Also ich kann es. Also das ist auch der Trick bei der. Oder es ist Trick. Ich weiß nicht, ob es ein Trick ist, aber das ist eine Vorgehensweise, nennen wir es mal so. Eine Vorgehensweise bei der Ölmalerei, wenn ihr das euch noch offen halten möchtet. Okay. Wenn ihr euch das offen halten möchtet, dass ihr drüber malt oder drüber malen könnt, dann schaut, dass ihr die Farben auch dünn haltet. Ich meine, das ist jetzt also, dass ich halt einfach mit dem Pinsel relativ brutal reingegangen bin. Ja. Also ihr seht, so im Wolkigen steht jetzt die Figur ganz gut da. Das ist jetzt auch so eine Geschichte. Ne? Sieht nicht nach viel Spaß aus. Echt? Doch, eigentlich ist es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Weil ich ja eigentlich auch das Ganze jetzt so angelegt habe und ihr werdet sehen, da kann ich jetzt zum Beispiel hergehen und das Interessante dran ist, dass ich probiere es mal mit dem Lukas Blau, aber ich habe jetzt nicht so richtig große Hoffnung, dass das Ganze, ihr seht es, das ist mein dunkelster Ton, den ich erzielen kann. Das ist mein dunkelster Ton. Schau mal, wie der ausschaut. Ah ja, der ist schon okay. Und also seht ihr das? Das ist, ich weiß nicht, ob es am Bildschirm. Ah doch, am Bildschirm kann man es auch ganz gut erkennen. Also das heißt, die Tonwerte, die hauen nicht hin. Ja, also ich würde da nicht hinkommen an diese Farbe. Das muss man einfach sagen. Das ist so, da habe ich echt keine Möglichkeit. Das Tolle dran ist, dass ich jetzt natürlich auch diese Strukturen, ne? Ich kann ja damit spielen ein bisschen. Also das ist so. Und ich nehme jetzt mal das andere Blau, weil sonst komme ich nirgendwo hin. So. Weil es kann sein, dass man auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine dunkle Farbe nur aus dem Violett fabriziere, dann wird es natürlich, das ist jetzt auch natürlich eine super, super Vorlage. Weil die natürlich auch in der Farbfamilie sich schon aufhält. Aber wenn ihr das jetzt seht, und ich gehe da jetzt mal rein und mache nur ein paar Akzente, dann seht ihr schon, wie das ganze Bild sich, wie das sich gestaltet. Also das heißt, ich müsste eigentlich jetzt bloß die Lücken füllen. Ne? Das wäre so.
Also das Gute an dieser Vorgehensweise ist natürlich immer, dass es auch relativ früh schon gut ausschauen kann. Bernd Gleisner schreibt: Ich male derzeit mit Münze Newton, bin zufrieden. Die Dosierung des Malmittels ist noch ausbaubar. Ich mische alles wild durcheinander. Klassischen Ölfarben. Okay, so kann man auch vorgehen. Ich glaube, das nicht. Jede Farbe muss man sich erst gewöhnen. Ich bleibe auch bei denen, an die ich mich schon gewöhnt habe. Ja, Karina. Also, das stimmt natürlich. Also, ja, also Alex Prosiana sagt, ich finde es doch okay, auch mal Farben zu nutzen, die den Unterschied auch mal verdeutlichen. Ich finde es total wichtig, dass ich das jetzt mache, weil dann haben wir einfach echt auch hier in dem Webinar echt einen guten Überblick. Über die verschiedenen Qualitäten. Aber ja, das war zu hoch. Jup, jup, jup. War zu niedrig. Und wenn ihr das jetzt anschaut, dann seht ihr schon, wie die Figur entstanden ist. Und tatsächlich ist es jetzt so, das ist schon eigentlich nicht uninteressant, ehrlich gesagt. Weil ich jetzt so vorgehe, dass ich immer mehr Farbe drauf malen werde. So. Und jetzt machen wir es fertig. Nämlich, jetzt wäre die große Quizfrage, nachdem ich einen Schluck nehme, es ist natürlich im Chat ein bisschen verzögert, aber was werde ich jetzt als allererstes malen? Das wäre die gute Frage. Oh, ein Tuch brauche ich noch. So, kommt was? Ja. Es ist ganz komisch, diese Farbe ist relativ. Also, und das waren alle. Die Artisan, wie die Berlin, die sind da alle ähnlich. Die Cobra, die werden so komisch. Also, wenn ich jetzt mit dem Pinsel durchziehe, bremst der total. Also, es wird so komisch klebrig. Dunkelste Dunkelheiten und hellste Helligkeiten. Also Sascha sagt Dunkelheiten und hellste Helligkeiten. Das ist eigentlich ein guter Ansatz. Die hellste Hautfarbe, auch gut. Ich glaube, die Ursula Meyer hat gewonnen, aber ich wollte noch eine Korrektur machen. Ich wollte noch eine Korrektur machen zu dem hier, dass ich da bin noch ein bisschen weiter außen. Also, was ich sagen wollte, dass ich die Farbe sich so zieht, ist es so, dass ich trotzdem dieses Malmittel verwenden muss. Da geht kein Weg dran vorbei. Die Farbe ist zu. Ganz komisch zäh, muss man ehrlich sagen. Also, ich mache den Hintergrund. Wobei, weil es so schön ist, ich zeige euch einfach mal die Effekte. Le Effekt. Also das Malmittel ganz generell würde ich immer so empfehlen, dass ihr das Malmittel so verwendet, dass die Farbe die Konsistenz hat, die ihr gerade im Moment braucht. Und da sparsam damit umgehen. Also das wäre jetzt das, was der Sascha gesagt hat. Und dazu kommt es, das ist auch so, da gibt es dieses Buch von Kevin McPherson, wo ich auch ein Video drüber gemacht habe. Und das ist in dem Fall, ist es so, der hat gesagt, es geht um die hellste Helligkeit, die dunkelste Dunkelheit und die reinste Farbe.
Und das Nette an der Sache ist ja, dass ich das jetzt auch ziemlich abstrakt lassen kann. Also ich kann das jetzt auch so, ich kann jetzt mal schauen, wie ich das jetzt weitermal. Also dieses punktuelle Malen ist eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Also und jetzt gehe ich her und mal mal den Hintergrund. Und ich glaube, ich werde aber jetzt das ganze Bild nicht so super brav malen, sondern ich werde jetzt mal schauen, dass ich da mal ein bisschen Schmackes reinkriege in die ganze Veranstaltung. Und der Vorteil auch ist, wenn ihr von einer Fotografie arbeitet, dass ihr auch euren Pinsel einfach davor halten könnt. Seht ihr das? Das wäre schon mal die Farbe. Und das Coole dran ist, dass ich zu wenig Farbe gemischt habe. Also noch einmal, noch einmal und noch einmal. Mehr Rot. Und da auch ein bisschen Malmittel. So. Das ist übrigens, falls es jemand interessiert, das ist eine MDF-Platte, auf die ich mal. Und ich nutze dann auch diese Farbe auch an den Stellen, wo ich einen Tonwert brauche. Das heißt, ich ändere die Farbigkeit natürlich dann später noch. Aber ich mache jetzt einfach erst einmal, dass ich die Möglichkeit habe, dass die Figur einfach geschlossener wird. Und ihr seht schon, jetzt kann ich hergehen. Und das ist dann so, ich kann mich jetzt da durchmischen. Das ist ein schöner Farbübergang. Und ich sehe ja dann auch genau das, was im Hintergrund passiert, passiert dann hier auf meiner Palette. Seht ihr das? Da merke ich schon einfach auch, dass die Farbe ein bisschen zu zäh ist. Und gebe etwas mehr Malmittel rein dann. So, weiter nach unten und weiter mehr ins Rote. Auch wieder Malmittel. Ich muss aufpassen, weil da hängt nämlich eine Kamera drüber und die ist irgendwie relativ niedrig, dass ich da mit einem Pinselstiel nicht rankomme. Sieht man das? Dass es wackelt? Yes. Also die Farben sind natürlich opti-dopti, weil die ziemlich gut passen. Und dann nutze ich das dann auch für Tonwerte, die ich im Porträt auch noch, oder besser gesagt in der Figur auch noch habe. Weiter nach unten. Da muss ich ja den Pinsel, ich kann ihn dann manchmal, ich kann ihn, wenn ich jetzt die Farbe ein bisschen reiner brauche, ich mache jetzt noch einmal und dann muss ich unten, brauche ich dann die Farbe ein bisschen sauberer. Da mache ich dann den Pinsel, den mache ich nicht im Wasser sauber. Ich werde ihn dann am Tuch ausdrücken. Diese Hintergründe oder besser gesagt, solche Flächen, die ziemlich ruhig sind und wo wenig passiert, die sind manchmal ziemlich schwierig. So, jetzt habe ich natürlich eine ordentliche Verzeichnung gesehen. Also ich mache das jetzt hier sauber. Ne? Also das werdet ihr vielleicht auch schon sehen. Okay. Machen wir den Hintergrund fertig und dann zeige ich euch das.
Das heißt, ich musste den Pinsel nicht unbedingt sauber machen. Seht ihr das? Erst wenn ich aufdrücke, kommt die dreckigere Farbe unten raus. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend, weil ich brauche jetzt hier diesen Ton. Und ich lasse das dann. Also ihr seht, was ich nett mache, ist, dass ich dann irgendwie das jetzt brav mache. Ich kann das egalisieren, ich kann das glatt machen, aber das entscheide ich dann, ob ich das tatsächlich möchte, ob das für mich interessant ist, ob ich das unbedingt so also die Anmutung dieser Fläche dann so haben möchte. So, da. Also die Farben hauen jetzt so, als die Primärfarben hauen natürlich jetzt halt für dieses Motiv ziemlich gut hin. So. Und ihr seht schon, dass der Hintergrund schon ziemlich entscheidend ist für die Figur, um sie zu definieren. Echt? Findest du Sascha? Sascha schreibt zurzeit, ist da so Richtung Picasso. Picasso meinst du wahrscheinlich, oder? Nur keine Ahnung. Der Alex Poisianer schreibt, ist doch alles seitlich, den Rest müsste ich mir denken, aber eine kleine Rundung ist manchmal der wichtigste Ausdruckspunkt. Stoßdämpf. Was? Heuchelt Unschuld? Von was? Okay, ich habe jetzt irgendwie pure Absicht von Stefan. Ich habe irgendwo den Dings. Die Dame auf der Vorlage wirkt recht niedlich. Ich mag diese Kombination Pink, Lila, Indigo. So hat es schön Squeers. Alex meint den Hintern. Der hintere Teil formt den Körperausdruck. Nee, in dem Fall ist es ja auch. Aber pure Absicht, möchte, wenn er diesen neuralgischen Punkt zu früh darstellt, gucken die Herren der Schöpfung nur noch dahin. Genau. Nämlich, was jetzt passiert ist, ich habe die Zeichnung ein bisschen falsch gemacht. Ich habe einen Fehler in der Zeichnung. Und das mache ich jetzt mit einem verdünnten Pinsel. Zeige ich euch das jetzt. Nämlich, ihr seht, als allererstes ist es so, bei stehenden Figuren ist es echt ziemlich wichtig, dass der Hintern und der Kopf sind auf einer Ebene. Also das heißt, ich habe den Hintern, was schon bemängelt wurde. Na? Dann habe ich das hier. Da. Da ist das, dann geht es hier hoch und dann habe ich hier, ist es zu wenig. Ist zu wenig nach hinten. Und also die Neigung des Kopfes nach hinten ist so, dass ich schauen muss. Also das Profil ist da. Ist das Profil. Und ich muss hier noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Also das heißt, solche Änderungen, das ist halt einfach so, wenn man das ein bisschen so aus der Hüfte schießt, dann hat man halt natürlich, und dann passt es auch mit der Hand besser, wenn ich da jetzt hergehe, den Hals kleiner mache. Und es geht natürlich über eine Farbe, die sehr mit Wasser verdünnt ist oder mit Lösungsmittel. Das könnt ihr mit Ölfarbe auch machen. Das bedeutet, dass ich dadurch ziemlich gut draufmalen kann. Wenn ihr das anschaut. Habe ich eben den Vorteil, dass ich jetzt, also das ist jetzt ein veritabler, also in dem Fall, Sascha, es wäre jetzt kein, Picasso, sondern ein veritabler Giacometti. Manchmal fehlt mir einfach dann die. So. Ah, die Neigung, also das hier, dass es da runter geht und da raus. Na, das ist so die Sache, die ich nicht so ganz erwischt habe. Und das Gute daran ist eben auch, dass ihr da immer flexibel seid. Also auch diese Formen zu ändern. Oh, ich muss es mal darüber nehmen.
Giacometti startet Google. Echt? Du kennst keinen Giacometti, das ist einer meiner Helden. Ich weiß gar nicht, ob ich über den mal einen Stream machen könnte, sollte, dürfte. Also das ist die große Frage. Ich war nämlich sogar, ich bin nach Basel geflogen, um mir in der Sammlung Bayerler die Giacometti und Bacon Ausstellung anzuschauen. Also die beiden, die haben sich gekannt und sehr geschätzt. Und da. So. Und da hinten muss ich auch dann den Hintergrund ändern, dass ich das dann hinterher schiebe. Ja, Giacometti ist ein interessanter Mensch. Es gibt auch ganz nebenbei, ich werde mal ein Video machen über, ich habe jetzt, und das ist der Vorteil auch zur Ölfarbe, also der Vorteil der Ölfarbe, dass ich dann meine Farbflecken, die behalte ich und die sind noch nass. Also das heißt, entweder es reicht mir noch die Farbe, die ich da habe, um dann die Änderung zu machen. Oder ich kann sie ziemlich leicht nachmischen. Was ich sagen wollte, ist, es gibt einen ziemlich tollen Film über Giacometti. Heißt es The Final Portrait oder so ähnlich? Also das ist ein Spielfilm, der ist noch gar nicht so alt. Mit einem Geoffrey Rush als Giacometti. Sehr empfehlenswert. Eine andere Sache ist, die ich jetzt euch gar nicht erklärt habe, was ich gemacht habe. Da kann ich jetzt dann noch mal drüber sprechen. Ja, da kann ich mal den Hautfarbton noch mal dagegen setzen. Der Nikolaus Kögel sagt, ist das nicht der mit den verrückten, dünnen, rotzigen Figuren? Exakt! Besser kann man den Giacometti gar nicht beschreiben. Und was natürlich auch super ist, also da, wovor ihr keine Angst haben solltet, das ist, dass ihr die Farben so ineinander malt und dass sie sich verquälen. Das Einzige, auf was man dann achten muss, ist, dass man hergeht und noch einmal die Farbe frisch anrührt. Also wenn ich jetzt dann diese Farbe noch einmal mir frisch anmisch und auch natürlich dadurch die Chance habe, die Farbe sogar noch ein bisschen besser zu treffen, dann setze ich die auf das drauf, und kann dann schauen, es ist zum Beispiel so, dass das jetzt sogar noch ein bisschen oranger sein kann, damit das Ganze noch ein bisschen farbiger ist. Ja. Und da geht es jetzt auch nicht so sehr darum, dass das jetzt alles so vom Finish her gleich alles so. Da zum Beispiel bin ich zu weit, ein Auge. Und ich kann es dann zusammenziehen. Das heißt, ich habe dann noch die Möglichkeit auch. Hinterkopf ist komisch. Den muss ich noch mal ändern.
Und auch ist es so, dass ich immer wieder ziemlich viel Farbe verwende. Und man sieht dann auch, dass mir dann die Farbe auf der Palette dann auch weggeht. So. Genau. Stanley Tucci hat Regie geführt bei dem Giacometti-Film. Vergesse ich immer wieder. Das ist ziemlich toll. Also der Film ist richtig beeindruckend. Also ich kann noch mal ein bisschen über den Film reden, während ich mal. Nämlich, es ist so, dass der Giacometti irgendwie auch so eine Sonderstellung im 20. Jahrhundert einnimmt. Und dieser Film basiert auf einem kurzen Buch vom Biografen von Giacometti, vom James Lord. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt A Giacometti Portrait. Und da schreibt er drüber über die 18 Sitzungen, die er mit Giacometti hatte, der ihn dann gefragt hat, ob er ihn Modell sitzen würde. Und darüber geht es in dem Film. Nämlich, dass er seine Abreise immer wieder vertagen muss, weil der Giacometti nicht fertig wird mit dem Bild. Also er sagt, ja, das ist ganz schnell und so, das ist kein Problem, es dauert nicht lang. Und dann ist es aber so, dass er eigentlich immer länger braucht. Und immer noch einen Tag und der James Lord muss immer wieder seinen Rückflug nach New York umbuchen. Und es ist dann interessant auch, wie dann dieser Giacometti während des Porträts dann ganz unterschiedliche emotionale Zustände dann durchläuft. Und es ist richtig toll gespielt und richtig toll. Yes. Also sie haben dann auch dieses Giacometti-Atelier aufgebaut, ziemlich authentisch. Und was das Allerfantastischste ist, muss ich gestehen, ist, dass dieser Geoffrey Rush, den haben sie einfach so beeindruckend hingeschminkt, dass du echt das Gefühl hast, das ist echt dieser Giacometti. Weil es gibt auch ziemlich viele Fotos von Giacometti in seinem Atelier und es war ein ganz klitzekleines, also es war ein kleines Atelier, wo er seit 1929, er ist 65 gestorben, 1929 dann da drin gelebt hat. Und was ich da jetzt mache, ist, dass ich mir meine, wie soll ich sagen, meine wichtigen Punkte reinmal, zu denen ich dann hinkommen muss, sollte, möchte, müssen durch gar nichts. Aber ihr seht schon, wenn ich das jetzt mache, ist dann nur die Frage der Vermittlung. Das heißt, der Vermittlung dessen, dass ich hergehe und schau, dass ich diese Formen dann zusammenziehe. Und auch wenn ich jetzt immer weitermale, ist es so, manchmal ist es dann so, dass hier, ich habe den Pinselstrich gesetzt und jetzt kann ich hergehen, weil der Pinsel jetzt hier von hier schon die Farbe hat, habe ich die Möglichkeit, dann die Übergänge zu schaffen. So gehe ich vor. Es ist aber auch natürlich dann so, dass ich dann weitermache und die Farbtemperaturen und die Farben immer mehr ändern. Also das heißt, ich kümmere mich jetzt nicht hier um das, dass das jetzt irgendwie passt, weil da wäre dann denn das, dann ist hier. Na, da habe ich ja, ich kann auch mit dem Pinselstiel, kann ich auch immer die Zeichnung dann nochmal reinmachen. Und ihr seht schon, dass das Bild slowly but surely Form annimmt. Da sehe ich es röter, da sehe ich eine Dunkelheit, dann den Schatten, den habe ich jetzt nicht. Und dementsprechend gehe ich jetzt dann durch das ganze Bild und korrigiere mich durch das ganze Bild. Also vom Prinzip her ist es ja so, das ist so ein bisschen so ein sukzessives Adjustieren von Formen und Flächen ist. Ich schaue mal kurz in den Chat und ich brauche nämlich neue Farbe. So,
Alex Preussianer schreibt, muss ja nicht immer hundertprozentig genau sein und auch nicht fotorealistisch. Das ist das, was ich auch anfangs gesagt habe. Mir ist es auch gar nicht so wichtig. Also ich mag manchmal auch so Verzeichnungen. Wenn die Verzeichnung an der falschen Stelle ist und sie ärgert mich, dann ändere ich das. Aber wenn ich der Meinung bin, dass das irgendwie relativ schick ausschaut und mir das so gut gefällt, dann lasse ich das. Und wie unser guter alter Bob Ross immer so schön sagt, there are no mistakes, only happy accidents, ne? Genau, sein fotorealistisch und vor der Kamera, ups, mal kurz, vor der Kamera und Zeitdruck auch immer etwas schwerer. Und einen Ausdruck zu treffen ist gar nicht so einfach bei der Vorlage. Nö, das ist, also da machen wir gar keine Gedanken. Okay, jetzt wird über den Film geredet. Bernadette Steiner fragt, hallo an alle, Stefan Nüssel, ich bin neu hier, ich finde es cool, dass du dir Zeit nimmst, uns was beizubringen. Meine Frage ist, sollte man zum Vorhermischen eher Spachtel oder einen Pinsel verwenden? Das ist eine endlose Diskussion. Oder besser gesagt, nein, es ist keine endlose Diskussion. Das ist persönlicher Geschmack. Sagen wir es mal so. Das ist meiner Meinung nach, ist es das, weil ihr, ich kann nochmal umschalten. Also das ist persönlicher Geschmack, ob man die Farben vormischt oder nicht. Also das ist auch so eine Sache. Also weil es ist, also mir nimmt es immer ein bisschen den Drive, kann man sagen. Weil wenn ich jetzt auf der Palette meine ganzen Farben vormische, mit der Spachtel, dann verpulver ich ziemlich viel Energie. Und für mich ist das Malen oft, wie eine Performance. Also so, ich bin eigentlich auch wirklich, ich bin eine Rampensau gefangen im Körper eines Malers. Weil ich beneide eigentlich immer wieder meine ganzen Freunde, die darstellende Künstler sind, ob sie Schauspieler sind oder Musiker. Und das finde ich natürlich super, weil die halt einfach dieses Feedback so direkt kriegen. Und hier ist es auch so, also einerseits natürlich hier im Stream, aber auch wenn ich live mit der Modell arbeite, ist es auch so, dass ich dann nur 3 Stunden Zeit habe. Und in den 3 Stunden muss ich präsent sein. Und darum geht es, das auf den Punkt zu bringen und eigentlich auch diese Konzentration zu fokussieren und diese Spannung zu halten. Wenn ich aber jetzt hergehe, mache, warte mal kurz, ich muss mal kurz spachteln, dann es ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeite. Manche Leute mögen es ganz gern. Also wiederum, das ist eine persönliche Auffassungssache. Sascha, ist aber nett, dass du mir die Vorschusslorbeeren gibst. Nur kein Druck bitte. Sascha schreibt, ja, das wird am Ende vermutlich so ein Bild werden, das ich mir am liebsten an die Wand heften würde. Stefan ist halt ein echter Maestro. Grazie, danke. Ja, die Carina schreibt eigentlich das, um was es geht. Ich mag das Bild schon so, wie es ist. Ne? Und nämlich, das Interessante an der ganzen Geschichte wäre jetzt, herzugehen und einfach nur noch das Richtige zu machen. Und ich versuche es jetzt mal so zu machen, dass ich tatsächlich ich versuche nur auf die Effekte einzugehen. Das, was ich sehe. Ich mache jetzt mal den unteren Teil, weil ich habe jetzt da oben ziemlich viel gearbeitet. So, und was ich mache, also wenn ihr keine andere Farbe habt als Rot, Gelb, Blau, also ich habe jetzt das hier, habe ich vernachlässigt. Ich danke euch recht herzlich, ihr seid zu liebenswürdig. Klatschende Hände, soweit das Auge sieht. Ihr seid einfach zu gut zu mir. Ja, ohne die Vorlage zu kennen, wirkt ein Bild auch anders und wirkt anders. Ja, Alex, das finde ich ist auch total wichtig. Also bei den Endbesprechungen meiner Kurse mache ich das so, dass ich dann, wenn die Leute nach Vorlagen gearbeitet haben, dass ich dann die Vorlagen nicht unbedingt oder es nicht gern habe, wenn die Vorlagen daneben hängen. Weil dann ist es immer ein bisschen so ein Fehlersuchbild. Also das heißt, ich habe jetzt das Violett erzielt. Jetzt ist aber so, in dem Bild funktioniert es einigermaßen. Aber wenn ich jetzt aber kein Violett haben möchte, also das heißt in einem anderen Kontext, in einem anderen Bild, dann gehe ich her, dann verwende ich in dieser Mischung auch etwas Gelb. Weil das Gelb ist die Komplementärfarbe. Nur muss ich aufpassen, dass der Tonwert nicht zu hell wird. Wenn ich zu viel Gelb reingebe, wird der Tonwert immer heller.
Und je nachdem, wo das Violett sich aufhält, wird es, wenn es beim Roten ist, hat das Violett dann die Tendenz zum Braunen zu kippen. Und wenn es beim Blauen, beim bläulichen Violett ist, hat es die Tendenz zum Grünlichen zu kippen. Und damit spiele ich dann auch. Und ihr seht, wenn ich da jetzt anfange, die Dunkelheit nochmal zu verstärken. Was jetzt passiert ist, dass ich zu viel Farbe im Pinsel habe. Ich werde sie jetzt irgendwie schauen, dass ich sie an Stellen loswerde, wo es jetzt nichts ausmacht. Aber es ist trotzdem so, dass mir das jetzt ein bisschen zu fett ist. Das heißt, ich gehe her. Seht ihr das, den Pinsel? Ich gehe her und mache den mal sauber. Nimm mal ein bisschen Malmittel. Hol mir dann die Farbe und fassonier mir den Pinsel. So. Wenn ihr es anschaut. Das heißt, ich habe da hinten ziemlich viel Farbe. Und er ist aber vorne ist er ganz spitz. Tja, das ist jetzt die allerbeste Frage, Dirk. Der Dirk stellt eine super duper Farbe. Frage, welche Pinselgrößen bei Detailarbeiten, wie in diesem Beispiel, zeige ich gleich. Ich würde die Details nicht mit so einem Pinsel machen. Ich zeige euch das jetzt gleich, wie ich das mache. Meine kleinsten Pinsel, die ich jetzt hier habe, das sind die hier. Seht ihr das? Die werde ich vielleicht verwenden, vielleicht nicht. Also ich versuche es so weit wie möglich rauszuzögern. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, und das ist jetzt, Dirk, die Frage, die kam jetzt genau zur richtigen Zeit. Weil wenn ich jetzt dann, und das ist jetzt auch noch eine wunderbare Sache, die ihr machen könnt, ist, wenn ihr jetzt zittert, ne, und ich muss jetzt ein Detail, also ich möchte jetzt ein Detail machen, ne, dann kann ich mit dem Finger da drauf gehen, ne, mit dem kleinen Finger, und mich abstützen. Und dann jetzt habe ich ihn gedreht. Und die andere Sache ist, da muss ich natürlich dann wieder reparieren, ne? Das ist auch klar, ne? Das heißt, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt zum Beispiel einen anderen Pinsel nehmen und dann eure Hand dann da drauf stellen. Und ihr könnt aber auch drauf pfeifen und guerillamäßig einfach versuchen, das hinzuzittern. Ne? Wie meine Mutter immer so schön sagt, schick rum ist auch nicht garstig. Muss man aufpassen, dass er nicht ausschaut wie Adolf Hitler, ne? Das ist natürlich so das Ding. Immer so ein Schatten unter der Nase schaut immer schlecht aus. So. Und da passiert auch wieder das Gleiche, dass wenn ich noch einmal auf die Dunkelheiten eingehe, ja, das hat auch damit zu tun, Sascha, dass Sascha schreibt, sorry, aber solche Winzigkeiten, da würde ich einen 3-0er oder 5-0er dafür brauchen. Das geht über meine mechanischen Fähigkeiten. Das hat damit zu tun, dass der Pinsel so gut ist. Schau ich das an, wenn ich jetzt... Der Vorteil an diesem Pinsel ist, dass der halt auch dann solche Sachen zulässt. Das ist der große, große entscheidende Vorteil an der Sache. So. Das
auch noch ein bisschen dunkler. Jetzt ist aber auch die Oberfläche, die finde ich jetzt ganz angenehm, muss ich gestehen. Jetzt so langsam ist es auch so, dass es schön schmierig ist und dass auch schön Farbe drauf ist. Weil jetzt zum Beispiel. Ich habe hier so einen bläulichen Reflex drin. Da ist hier so ein helles Licht drin. Da ist auch noch so ein helles Licht. Da im Bauchnabel. Da ist das. Da. Und ich schaue, wo ich das noch unterbringen kann. Ne? Es ist dann auch da drin. Und da. Und dementsprechend spiele ich jetzt einfach mit den verschiedenen Farben. Schau, dass ich jetzt auch dann zu einem Braunton komme. Also, man merkt schon, muss ich sagen, ja, das ist eigentlich die richtige Farbe. Ein bisschen zu dunkel noch, aber die ist ganz gut, weil die jetzt ein bisschen wärmer ist. Und und ich schaue jetzt einfach mal auch, dass ich ordentlich Farbe drauf gebe. Also, das heißt, ich habe jetzt hier, ich habe meinen Tonwert und meinen Farbwert aufgehellt in Richtung dieser beiden Farben. Und das werde ich noch etwas stärker machen. Seht ihr das? Das heißt, ich habe jetzt im Moment noch Weiß vermieden. Aber ich komme nur bis zu einem gewissen Punkt mit dieser Farbe. Aber die Farbtemperatur, die das erzielt, die ist schon in der richtigen Richtung unterwegs. Weil hier brauche ich dann jetzt noch dann andere Farben, die jetzt noch heller sind. Ich schaue natürlich, ob ich die da oben, ob ich die auch noch irgendwo unterbringen kann. So. Das heißt, da komme ich jetzt nicht weiter, ich brauche jetzt ein Weiß. Seht ihr das? Ich muss jetzt ein Weiß rein mischen. Und schau, dass ich diese Farbe hier anmische. Und was jetzt auch natürlich der Fall ist, das ist, dass ich meine Küchenrolle nicht sehe. Also, dass in dem Pinsel hinten zu viel von der dunklen Farbe ist. Ich mache den Pinsel einfach nur sauber mit einem Tuch. Und misch mich von da nach da zu den helleren Tönen. Und jetzt schaue ich, das ist jetzt einfach zu gelblich. Ne? Also das ist zu grünlich. Und ich kann es dann auf der Oberfläche schon gut beurteilen. Ich nehme jetzt da nochmal. Da ist es besser. Günther Wimmer schreibt, vom Optischen erinnert mich das Bild im jetzigen Zustand auch an den Gouache-Bild von Stefan. Ja, das ist sehr gut beobachtet, weil ich das genauso mal, wie ich meine Gouachen mal. So, und jetzt muss ich trotzdem noch heller werden. Schauen. Und also eben interessanterweise haut immer noch nicht hin, die Farbe. Ich probiere es mal.
Ich brauche erstmal den Tonwert. Den Farbwert hier, seht ihr, die Mischtöne, die werden überhaupt nicht die, die ich jetzt haben möchte. No? Das heißt, ich muss dann auch wieder schauen, dass ich hier zu rötlicheren Rot-Orangentönen komme. Da, das wird die Farbe sein. Da ist sie. Die dann... Ich mische jetzt auch wieder auf der Oberfläche. Und kann dann... Meine Lichterfarbe, die ich jetzt drauf setze. Schau, dass ich die dann auch nochmal woanders hinbringe. Und so male ich mich dann durch das ganze Bild, indem ich eigentlich Farben suche. Das ist der, für mich immer der spaßigste Teil. Es ist auch so, ich muss mich jetzt ein bisschen rausfaseln. Also rausreden. Yes. Und aber wo ich natürlich jetzt im Moment ein bisschen damit kämpfe, das ist, dass ich die Pigmente nicht kenne. Also meine Pigmente, die ich normalerweise verwende, die kenne ich ziemlich gut. Und das bedeutet, dass ich auch, wenn ich jetzt Misch. So. Seht ihr? Da muss die Helligkeit weiter kommen. Und was man macht, wenn man die Farbe so ineinander reibt, ist, dass man Mischtöne erzielt. Also das heißt, es werden beide Flächen geschwächt. Also oder besser gesagt, beide Tonwerte. Die dunklen Tonwerte werden geschwächt und die hellen Tonwerte werden geschwächt. Und das kann man dann machen, um dann die Form zu verbessern. Man sollte aber dann immer wieder schauen, dass man frische Farbe reinmalt und die dann reinarbeitet. Also das heißt, dass man hergeht und die Farben adjustiert. So. So, wird schon wieder über die Perspektive. Ja, ihr habt, da haben wir das leichte Problem, dass natürlich die Perspektive, ich schau mal kurz im Chat, da wird gerade ich glaube, dass pro Hüfte und Hinterkopf brauchen noch etwas Anwuchs. Kommt bestimmt noch. Das ist wirklich... ich drehe es dann später mal. Das ist in dem Fall... Schaut es. Nee. Schau ich das mal an. Also das ist der Hinterkopf, könnte es noch ein bisschen sein. Aber selbst auf der Vorlage ist es so, dass jetzt hier dieser... Das hier... Ah, nice. Also dieses Prinzip, dieses Verquälen der Farbe, ist was... Oh, ist natürlich was, mit dem ich andauernd arbeite. Als mein dunkler Pinsel. Oh ja. Die ganze Zeit den dunklen Pinsel gewechselt. So. Also das ist also die Perspektive, da lasst euch nicht irritieren. Also in dem Fall
bin ich eigentlich relativ gut unterwegs, muss ich gestehen, zu meiner Verteidigung. Also das Weiß ist halt auch immer so ein bisschen so diese schwierige Farbe. Ich probiere das dann immer aus, ob eine Farbe gut funktioniert oder ob man die gefällt. Und das Interessante daran ist, ich male das mal drauf und durch das Reinarbeiten verändert sich dann auch diese Mischung des Ganzen. Also die Frage natürlich auch vorhin auch noch zu der Größe des Pinsels. Solange ich jetzt nicht einen kleineren Pinsel verwende, habe ich immer noch die Möglichkeit, mit einer gewissen Geschwindigkeit meine Formen zu malen. Wenn ich jetzt mal anfange, hier tschick, 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 tschick ins Detail zu gehen, schaut die Sache schon anders aus, weil ich dann halt einfach immer langsamer werde, in dem, wie ich male. Ne? Also mein Sessel schon wieder. Ja, es ist, tut mir leid, weil ich mich vor und zurück bewege. Stuhlknirsch, ja genau, traumhaftes Knirsch. Na, ich weiß nicht, ob es traumhaft ist. Denke ich immer, der gute Nübe kommt gerade die Nummer aus. Ich glaube, da kann ich mich nicht mehr erinnern an Police Academy. Bei dem Stuhlknirschen denke ich immer, der gute Nü bekommt hier gerade die Nummer aus Police Academy 1 beim Pult. Ne, leider kenne ich es nicht. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Ja. Was? Kleiner Bogen. Ein kleiner Bogen oberhalb vom Knie. Der Po ist schon okay, ist aber auch schwer zu beurteilen. Sitzt ja nicht davor. Das zum heute mitnehmen. Probieren, schauen, Bild reinprobieren, den Weg finden, keine Angst vor dem. Die Nora schreibt, das ist das, was ich aus diesem Stream heute mitnehme. Probieren, schauen, ins Bild hineinprobieren, den Weg finden, keine Angst vor dem Irrtum. Das ist essentiell, weil es ja auch so dann weitergeht, dass ich dann noch die Formen immer wieder verbessern. Das heißt, ich habe ja beim Hintergrund auch noch nicht so viel dann verändert. Und wenn jetzt zum Beispiel, seht ihr das, wenn ich jetzt die Farbe raushole, das macht überhaupt nichts aus. Wenn es mich stört, übermale ich es nochmal mit fetter Farbe. Ihr dürft nur nicht so malen. Das ist auch entscheidend. Und weil ich es bis jetzt noch nicht geändert habe, jetzt mal noch die Trends. Das Weiß ist relativ zäh, falls es euch interessiert. Also weil das ist ja so, die Hand zum Beispiel, die Hand mache ich dann natürlich mit dem Hintergrund. Das heißt, dass ich da dann den Finger wegnehme, dann es ist so, dass ich immer wieder vor und zurück male. Das ist das Entscheidende. Ihr müsst nur, und das ist das Ganze funktioniert, wenn ihr immer wieder die Farben neu mischt. Also das heißt, neu mischen bedeutet, dass ihr immer wieder eure Flächen evaluiert und schaut, wo passt der Farbton schon, wo muss ich noch was ändern.
Was so, jetzt hat der Ruine einen Link mit den wichtigen Szenen bekommen. Okay. Und und ihr seht schon, also meine Palette ist eigentlich auch was total Entscheidendes, weil hier durch die Palette habe ich hier den Hintergrund, da habe ich dunklen Akzente, da habe ich die ganzen Schattenfarben, da habe ich Lichterfarben und da habe ich die hellen Akzente. Also das heißt, ich probiere dann an einer Stelle immer wieder meine Farben aus, indem ich das dann da auch an der Stelle auch dann sehen werde. Und jetzt geht es natürlich so ein bisschen ins Gefrickel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich auch einen Braun haben möchte, dann gehe ich zu mehr zum Rot und gebe das Gelb rein. Und dann lande ich bei einem Braunton. Da ist sehr viel Blau unten drunter. Das heißt, es ist diese Farbe, die dann hier unterhalb der Haare ist. Und sobald aber auch ein Farbtemperaturwechsel ist, ist es so, dass die Farbe dadurch, weil das hatten wir schon jetzt bei den anderen Streams, durch die Farbtemperaturwechsel, selbst hier in der Dunkelheit, also wenn ich jetzt habe ich hier, das ist, ich weiß nicht, ob man das auf dem Bildschirm dann sehen kann. Ich habe hier bläulichen und da habe ich jetzt einen bräunlichen und wärmeren. Und durch diese Farbtemperaturwechsel belebt sich dann auch diese Dunkelheit. Und das zeige ich euch dann noch. Ich werde noch ein bisschen weiter malen. Und wenn ich mit dem Pinsel auch nicht so stark aufdrücke, dann habe ich die Möglichkeit, selbst mit einem ziemlich vollen Pinsel, diese Härten hier rauszunehmen, wenn ich möchte. Ist aber nicht unbedingt immer notwendig. So, ich habe jetzt das Gesicht jetzt die ganze Zeit auch ein bisschen außen vor gelassen. Danke, Alex. Mecker auch auf hohem Niveau. Wäre schon sehr zufrieden, annähernd so malen zu können. Müsste jetzt auch mal gesagt werden. Ja, also der spaßige Teil an dieser Art und Weise zu malen ist eben, und jetzt zeige ich euch das, wie ich das in der Haut auch mache. Also hier ist mein Fleck mit der Haut und jetzt gehe ich, scheiße, jetzt ist es schon wieder gesagt, und jetzt male ich in die verschiedenen Flächen rein mit unterschiedlichen Farbtemperaturen und näher mich auch dann den Tonwerten. Beim Gesicht, da ist es so, dass ich da das Auge habe. Das ist hier höher. Und da ist es, also ist auf jeden Fall höher, da ist das. Die Nase mehr. Also da muss ich nochmal nachgreifen. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich genauso fröhlich verkrampft wie ihr, wenn ihr solche Sachen malt. Und jetzt ist es zu blass, ne, vom Tonwert her zu blass, das sehe ich jetzt hier.
Und ich gehe mit der Farbe runter vom Tonwert her. Da. Ich habe jetzt mehrere Stufen. Die Palette ist eigentlich auch das, wo sich ziemlich viel tut. Und da entsteht es dann, dass ich den Vorteil habe, diese Farben dann nebeneinander zu legen. Und durch diese Flecken, durch diese vielen Flecken, also das ist das, was der Bernd, glaube ich, gesagt hat, das ist dann auch kein so ein großer Unterschied zu meiner Gouache-Malerei. Weil diese vielen Flecken, die schließen sich dann in der letzten Konsequenz zusammen und beruhigen sich dann immer mehr. Jetzt mache ich das Ganze. Ein bisschen. Und sobald ich mehr Farbe reingebe, mir geht es jetzt nicht so sehr darum, dass ich da jetzt das Auge. Ich brauch hier drin nämlich eine Dunkelheit. Da brauche ich erst noch einen Farbton, den ich da machen muss. Und dann kann ich auch mal die Finger dann auch noch mal definieren. Aber ich versuche das Ganze dann so zu machen, dass ich tatsächlich mich einigermaßen locker halte, um mich nicht zu verzetteln. Also, um was es mir auch total geht, was ich euch zeigen möchte, ist, dass ihr, da war jetzt mein Fingerabdruck, den ich da hatte, dass ihr permanent alles ändern könnt. Und ich gehe jetzt noch nicht so vor, dass ich mir jetzt total bemühe, so ins Detail zu gehen. Was ich aber jetzt schon mache, ist, dass ich einen kleineren Pinsel verwende. Okay. Ja, also ich muss gestehen, ich bin jetzt gerade irgendwie auch so in Malerlaune. Also der Sascha schreibt gerade, es ist auch. Die Ursula schreibt, es ist auch das Nü uns lehrt nicht andersrum. Ist auch das Nü uns lehrt nicht andersrum? Okay. Also heute, Sascha sagt, also bei dem Bild darfst du gerne noch stundenlang weitermalen. Nü, heute passt alles hundertprozentig. Motiv, Bild, Laune, Alkoholpegel. Bei mir auf jeden Fall, kann man sagen. Ich krieg noch mal Zuckergoscherl zu sehen. Bei mir ist der Alkoholpegel noch nicht so richtig, ne? Also so. Und die Eiswürfel sind auch schon wieder weg. Also das ist so, dieser Künstlerschweiß und dieser Künstlerdampf hier im Zimmer, der haut die Raumtemperatur locker um 2 Grad hoch. Was anderes? Dann mit dem lecker edlen Tropfen, der ist hier. So, schwierig. Ah ja, genau. Ursula schreibt gerade. Schwierig, die Feinheiten im Gesicht. Naja. Das ist nur die Frage, ob ihr es eigentlich haben wollt oder nicht. Also das ist die alles entscheidende Frage.
Und mir ist es jetzt nicht ganz so hundertprozentig wichtig, weil ich einfach noch so viele andere Sachen habe, auf die ich mich konzentrieren kann. Weil wenn dann auch so bestimmte Formen noch nicht passen oder also Übergänge nicht in Ordnung sind, das ist dann auch so auch noch ein Aspekt. Ich werde aber jetzt noch einen kleineren Pinsel zu nehmen. So, Sascha, ich trinke nochmal nie. Meine ist da jetzt ein Blitz hoch. Okay, nachdem jetzt im Chat eigentlich nur über Alkohol diskutiert wird. Also ich nehme jetzt den kleinsten Pinsel, den ich habe. Ich schalte jetzt wieder um. Also nicht den kleinsten Pinsel, den ich habe. Ich hätte jetzt den hier auch noch für Details, aber ich verwende eben auch so einen Flachpinsel. Ne? Der hat natürlich die Möglichkeit, diese. Formen gut darzustellen. Und da kommt es drauf an, tatsächlich, wenn ihr einen guten Pinsel habt, dann klebt der so vorne zusammen wie ein, die Amerikaner sagen Chisel, wie ein Meißel. Also, dass es dann so zusammengeht. Das heißt, ich kann eine Fläche machen, keine Linie, Fläche, Linie. Ne? Und dementsprechend ist es so, dass ich jetzt mal meine Zeichnung verbessere. Und da gehe ich auch so vor, dass ich das über Flecken mache. Und ich schaue, dass ich jetzt, dadurch, dass schon so viel Farbe drauf ist, muss ich auch immer wieder neue, frische Farbe drauf setzen. Die Nase geht zum Beispiel zu weit vor. Da habe ich da den Finger. Da habe ich den Fingernagel. Ich mache die Sachen einfach erstmal drauf und repariere das dann später. Das ist gar nicht wirklich so super entscheidend. Aber jetzt habe ich schon das Profil ein bisschen verbessert. Und ich merke, sobald ich mich einfriere an einer Stelle, gehe ich zu einer anderen. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen Schmähstart. Weil ich mich glatt ein bisschen konzentrieren muss. Ja. Die Nora fragt. Ist das der englische Pinsel Rosemary? Yes, das sind die Rosemarys. Also das sind zwar noch die alten von Langnickel, aber mittlerweile hat Rosemary den Langnickels, den, ich glaube, die stellt Langnickel auch gar nicht mehr her. Das war irgendwie vor 15 Jahren oder so, wo ich noch Restposten habe. Aber ich habe hier einen Rosemary im Betrieb. Rosemary & Co. Long Flat Series 279, 279, die Serie. Die sind schon. Die haben schon eben den Vorteil, manche Leute haben echt Probleme damit, weil sie ihnen zu weich sind. Das ist auch klar. Und ist das da? So. Das war das eine, was ich reparieren wollte. Das andere ist mal
Und ich mache das hauptsächlich über Flecken. Und da, das ist auch wichtig, dass man also da kann man sich natürlich echt ein bisschen spielen mit dem Ganzen. Also hier ist zum Beispiel der Arm ein bisschen zu schmal. Hier zum Beispiel, das hier stört mich immens, weil der Übergang zu abrupt ist. Und das muss jetzt ein bisschen gelblicher sein. Yes, that's the color. Da. Zeige ich dann was, was ich euch normalerweise ungern zeige, aber das wird jetzt auch helfen, weil was passiert, wenn zum Beispiel, ihr seht es hier zum Beispiel da gibt es eine andere Farbe. Nehme ich den Pinsel, ja, den nehme ich. Das heißt, also es ist einfach so, dass diese Farben auch ein bisschen mühsam sind, weil sie so schwach pigmentiert sind. Und das ist eine Geschichte, die ich eigentlich am störendsten an den wasservermalbaren Ölfarben finde. Ja, das war dieser Übergang, den ich gebraucht habe. Das ist, also ich werde sicherlich zum Ende des Webinars werde ich dann so ein Resümee dann ziehen. Ich glaube aber nicht, ich bin ganz froh, dass die Farbhersteller mich nicht unbedingt sponsern, weil könnte sein, dass das jetzt nicht so gut ausfällt. Weil es eigentlich auch zum Teil keine Farbe für Profis ist. Weil, und das hat sehr stark mit dieser Pigmentierung zu tun. Das ist was super, super unangenehm ist. Wenn ich hier eine Farbe habe, dann schaue ich, dass ich die noch woanders hinkriege. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil dieser Pinsel, wenn ihr das seht, dass ich die Farben so verziehen kann. Also sie ist schon auch ziemlich buttrig, das gefällt mir schon ganz gut. Also so, dass man sie ganz gut vermalen kann, aber sie ist halt schwach pigmentiert. Also sie hat teilweise die Farbe, die. Also wenn ich jetzt hier mit diesen Effekten oder so mit der Farbe nochmal drauf gehe, wenn ich jetzt eine Künstlerqualität hätte, dann würde die einfach ganz anders reagieren. Also das Phthalo-Blau ist das intensivste in der ganzen Mischung. Und die anderen Farben kommen gar nicht dagegen an. Ja. Sascha fragt, ob ich schon mal die Rive Gauche Farben ausprobiert habe. Nee, meine Schüler haben die oft verwendet. Weil nämlich in dem Künstlerbedarfsladen gleich bei mir beim Atelier, die haben die gehabt. Aber ich habe es dann halt ausprobiert. Diese Rive Gauche. So. Nämlich, also was halt so der Fall ist, das ist, wenn es jetzt zu hart wird,
die ganze Modellierung zum Beispiel, dann kann ich, und das ist eigentlich der bessere Weg, gehe ich einfach nochmal mit weiter mit Farben drauf und schaue, dass ich dann auch diese, während des Malens dann diese Farben ineinander ziehe. Und immer schauen, wo ich die Farbe noch unterbringen kann. Ja, it kommt. No? Hm. Meinst du, Sascha, von den Rive Gauche, wie ich die Pigmentierung beurteile? Eben, ich kann es nicht beurteilen, kann ich nicht sagen. Alex schreibt, ich nutze nur Titanweiß mit Akademie-Qualität, sonst nur höhere Qualität. Naja, weiß ich nicht genau. Es ist auch nicht unbedingt immer so geschickt, dann nur die Billigheimer dann zu verwenden. Da brauche ich einfach noch ein bisschen wärmere Farben rein. Das ist auch gut. Ja, ich glaube, ich muss mal kurz innehalten. Nämlich, ich brauche jetzt... Also das Nette an den drei Grundfarben, das ist, dass man nicht groß nachdenken muss, wie man eine Farbe erzielt. Letztendlich ist es so, da ist am Pinsel hinten, ne, ist blau und das macht mir super gute Hautfarbtöne. Das ist gelb, rot, blau, tschick, 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 wo ich das immer ein bisschen hin und her schiebe, in die eine oder andere Richtung. Die Gabriele schreibt, Stefan, ich freue mich drauf, wenn du mal das Malmittel W benutzt. Na, das wird noch ein bisschen dauern. Das kann noch etwas dauern. So, und da hinten, da ist es auch so, dass ich... So, das war der dunkle, das war ein bisschen blöd, weil ich brauche eigentlich die Farbe hier. Die hier. Bin ich eigentlich im Bild? Nee, oder? Okay. Und noch einmal den Hautfarbpinsel. Ja, du hast dich wiederholt, Gabriele. Also ich werde schon machen. So. Es tut mir leid, manchmal muss ich mich konzentrieren. Jetzt geht's aber ab im Chat. Bist du fertig? Dass ihr noch so wach seid, gibt's ja wohl nicht. Die Biene fragt, Biene Glitterfee fragt, am Anfang hast du schwarz und Zähne gebrannt gezeigt. Darf man ich ein bisschen morgen mit den Zusatzfarben? Nein. Um die Farbtöne zu erreichen? Nein. Würde gerne eine gute Hausaufgabe erwerben. Entschuldigung. Du wirst dann eine gute Hausaufgabe abliefern, wenn du nur die drei Grundfarben verwendest.
Das ist Sinn und Zweck der Veranstaltung. Hey, Sascha, du fällst mir in den Rücken. Das ist kein Mogeln. CMYK, CMYYK. Halt, jeder macht seinen Rahmen, das ist gut so. Ja, fall mir in den Rücken, Sascha. Mit besseren Farben werden dunklen Farbtöne auch besser hinzubekommen. Ja, das stimmt. Bernadette Steiner, was haltet ihr hier so von Akademiefarben von Schminke? Gar nichts. Die sind echt wirklich scheiße. Möchte ich nur mal sagen. Das ist so also alle Akademie-Farbqualitäten. Also da gibt es zum Beispiel von Lukas heißen die Tertia und von Schminke heißen sie Akademie und von Dealer Rodney gibt es welche, die heißen Oils. Die haben meine Studis in Linz gehabt. Da war es so, dass du, wenn du ein Schwarz genommen hast, dann hat es nicht mehr, dann war es nicht mehr schwarz, sondern es war grau. Also völlig irre. Also die Farben sind so schlecht. Also das heißt, die Studienqualitäten, also so zum Beispiel von Winsor & Newton gibt es die Winton. Es gibt die, wie heißen die? Georgian von Dealer Rodney. Also die sind echt okay. Also sie sind preiswert, ne? Muss man auch sagen. Wenn ihr mal schaut, das heißt, im Malen verquälen sich die Dunkelheiten immer wieder. Auch wenn sie dunkel ausschauen, ist es so, wenn ich jetzt nochmal drauf mal, kann ich immer noch die Dunkelheiten verstärken. Und yes, nice. Das älteste Malwerkzeug der Welt, Le Finger. Fingerfarben. Ma oui. Ah oui. Le Trolleur. Wenn ich die jetzt dunkel mache, wäre jetzt die Frage. Ich würde sie nicht ganz so dunkel machen. So. Ja, Sascha, es gibt keine Entschuldigung. Akademie-Schminke habe ich. Gouache. Nicht so toll. Öl weiß ich nicht. Carina, hast recht. Die sind nicht gut. Na toll. Ich mir so viele davon gekauft. Ja, Bernadette, tut mir leid, ne? Das ist am falschen Ort gespart gewesen. Ne? So, das ist jetzt so, dass ich euch noch abschließend Kleinigkeit zeige. Und das ist mit Vorsicht. Also das ist so, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ne? Das ist so. Was ich dann am Schluss noch zeigen werde. Also ihr seht schon, aufhören ist echt richtig schwierig. Ne? Da haben wir hier schon im. Habe ich natürlich so oft erwähnt. Mit dem Typen, der dann kommt und einem den Hammer auf den Kopf schlägt, dass man rechtzeitig aufhört. Ja. Der ist da noch. Also was ich schon jetzt mache, ist, dass ich mich dann bemühe, wenn ich jetzt einen Pinselstrich setze, dann ziehe ich den gleich auch ein bisschen, verziehe ich den auch immer ein bisschen. Und kann dadurch dann das Ganze glatter machen. Eben auch diese ganzen Details dann auch ein bisschen, oder besser gesagt, diese
Yes. So. Wie liegen wir in der Zeit? Oh, 2 hours. 2 hours. Sehr gute Verbindung. So. Okay. Oh mein Gott, er drückt damit aufzuhören. Sucht einen Ausweg, um ihn davon auszuhalten. Schritt 1. Celio, den Hammer klauen. Rainer Heckmannick. Der Mann mit dem Hammer gibt es auch im Ausdauersport. Ja, war einer meiner besten Bekannten. Echt? Ich suche schon mal einen Hammer. Groß genug muss er sein, denke ich. Nee, ich soll ja weitermalen. Die Rampensau Zugabe anflehen. Stellt Dirk ein Bein fesselt und knebelt ihn. Weil ich schneller Alex Brasilian ist ja einfach gute, hab ich. Ja, okay, da geht es um die Farbe. Ja, das ist jetzt echt die Frage. Ne? Ja, es ist, ich könnte natürlich da schon noch echt um einiges rumfrickeln. Mit was bin ich zufrieden? Da sind. Das ist gut. Man muss auch echt die Augen zusammenkneifen. Das ist auch wichtig. Dass man immer wieder mal einen frischen Blick bekommt. Also, das heißt, mir Honig um den Mund schmieren. Also in dem Fall wäre ich glatt mal wieder. Tada! Salut! Universum 03, was heißt das Ohr? Wäre super, wenn du einen Satz machst. Ist das zu qualig? Ja, mir auch. Das stimmt. Wie war? Ne? Also jetzt schaut einfach mal zu. Ich glaube, ich werd tatsächlich erst einmal die Form kleiner machen. Da gibt es einen Schatten, weil da könnt ihr auch noch was machen. Da ist auch noch eine nette Stelle. Das da. Das hier. Zum Glück könnt ihr mein dummes Gesicht jetzt gerade nicht sehen. Also immer, wenn ich solche Pipifax-Arbeiten mache, also diese Details, mache ich immer wahrscheinlich ein total völlig behämmertes Gesicht. Hast du das so mit auf die Zunge gebissen oder so? Also, die Frage war Ohr. Nämlich, das ist ein bisschen zu kontrastarm, gell? Da. Da. Da unten. Das ist zu arg. Runder und ein bisschen kleiner. Ja, ich hab's jetzt da oben, muss ich es noch kappen. Da. Check. Und dann setze ich noch eine Helligkeit drauf. Da kann ich es auch noch ein bisschen kappen. Dann brauche ich noch ein paar Helligkeiten. Ja, das kann ich machen. Stephanie. Also die Stephanie fragt, ob ich das Bild am Ende mal, das ist ein guter Vorschlag, weil das habe ich dann immer so am Schluss, wo ich dann sage, okay, schaue ich das Bild dann an, dann mache ich das mal. Es kommt da immer darauf an, wie erfolgreich das ist. Also ich werde zum Beispiel, ich bin noch nicht dazugekommen, ich werde noch das Bild vom Michi noch fertig machen. Das werde ich immer mitfilmen. Nebenbei bemerkt. Also und wenn ihr das seht, also ich gebe da echt kaum Wasser und ich gebe auch kein Lösungsmittel mehr rein. Also das ist jetzt alles schon so glitschig, so super glitschig, dass ich aber auch genügend Farbe, Farbe ein bisschen fett.
So. Ja, soll ich es jetzt drehen oder soll ich aufhören? Also, ich bin noch voll dabei. Müsst ihr schon noch ein bisschen Geduld haben. Jetzt habe ich die Dunkelheiten vergurkt. Da muss ich einen anderen Pinsel noch nehmen. Tschück. Tattoo. Das mache ich nicht. Also, das sieht man ja auch nicht so richtig gut, möchte ich nur sagen. Das Tattoo. Ich habe es ja auch so fotografiert, dass es nicht zu sehen ist. Jetzt. Yes. Ah, das war falsch. Ihr seht, die Problematik ist echt wirklich, dass man sich dann an einer Stelle so festbeißt und tut seinem ganzen Bild keinen Gefallen. Der Vorteil aber auch an der Sache ist, dass man, je mehr man drauf malt, also die Gefahr ist natürlich, dass man einfach zu viel Struktur macht. Aber was ich jetzt auch mache, ist, dass ich oft meine Farbe dann glatt streiche wieder. Also das heißt, dass ich dann manchmal so Übergänge, die zu hart geworden sind, wieder verziehe, ne? Ja, das war auch Nabelpiercing. Okay. Und wenn ihr Zeit habt, ist mir doch wurscht. Ich habe alle Zeit der Welt hier. Gerade mit dem rausstehenden Haar hätte es nicht geklappt, wenn ich das drauf gemalt hätte. So. Das heißt natürlich, jetzt muss ich natürlich die Ohrringe. Ne? Ah, es ist jetzt echt der Kinderei. Gäste es jetzt einfach mal. Das noch. Da. Ja, sehr cool. Ich glaube. Well. Ja. Ey, Sascha, jetzt nervst du aber. Zum Glück hockst du in Essen. Ne? Ich hoffe, du hast genügend zu essen. In Essen. Da war ich glatt mal. Wenn man in Deutschland Urlaub macht. War ich in der Krupp-Villa. Und in dem Folkwang-Museum von diesem neuen Architekten, also den Neubau von diesem Architekten, das fand ich so scheußlich. Da hat es einen Raum gegeben mit Van Gogh-Bildern und da haben es doch glatt wirklich die Bilder aufgehängt, vis-à-vis von einem Fenster. Das musste echt einmal geben. Das war echt wirklich eine Geistesgröße. So. Auch das Piercing braucht ein bisschen einen Schatten. Das. Da mit dem Hinterkopf. Was ich da noch ein bisschen raus. Ja. Also, ihr seht, das Ganze ist so, dass es ein bisschen endlos ist. Und so viel dazu, also mit der Größe des Pinsels. Ich versuche dann diese Sachen hier mit dem Pinsel zu machen, der auch relativ groß ist. Das ist gut, das ist gut. Das.
Ja, cool. Cool. Waren die Bilder gut? Warte. Was ist das? Und was ist denn jetzt wieder für eine Diskussion? Hab Zeit, noch nach Hause, lass uns feiern. Fehlt auch noch. Heute ist mir hier hin zu bezeugen. Ich mag halt das Motiv. Okay. Okay. Also. So, ich werde jetzt Finish machen. Nämlich die letzten Finishing Touches. Also ich sehe zum Beispiel hier dieser Übergang, der gefällt mir nicht. Den nehme ich weg. Also, das ist so. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, was ich euch jetzt zeigen werde. Weil. Ich muss trotzdem noch eine Kleinigkeit malen. Seht ihr das? Hier, ne? Könnte ich ein bisschen mehr Trennung brauchen. Entschuldigt. Ein bisschen mehr Trennung. Gleiche Farbe. Jetzt ein bisschen heller. Also, ihr solltet eigentlich auch so diesen Hintergrund nicht so stiefmütterlich behandeln, weil das schon entscheidend ist für die Glaubwürdigkeit der Figur. Und das Gute dran ist auch, seht es mal an, wenn ich jetzt her, wenn ich dann die Unschärfe reinbringe und nur hier das mache und da definiere, dann schließt es das Auge zusammen. Also diese Weichheit ist schon wichtig, dass die dann da ist. Also auch, das ist manchmal. Also ich finde die Schattenfarbe da jetzt nicht so super. Die sind nämlich vom Tonwert her falsch. Ich brauche sie dunkler. Oh ja, ist besser. Sie ist rötlicher. Da auch. Ja. Yes. Okay. Ah ja, genau, das wollte ich noch machen. Entschuldigt, eine Sache, die habe ich ganz vergessen. Nämlich die letzten Glanzlichter. Das ist so, dass ich, wenn ich jetzt in die Farbe reingehe, hier, na, das Blau wäre viel zu intensiv, dann gehe ich woanders hin. Und da seht ihr, das Blau ist brutal, wie das die Farbe verändert. Ich brauche jetzt einfach auch mehr Farbe. Blau, Rot, Blau, mehr. Und ich schau mal, ja, haut gut hin. Und es ist so, dass ich jetzt. Meine letzten Helligkeiten und auch immer wieder schauen, entweder am Lappen sauber machen oder aber neue Farbe holen.
So. Ja, das mache ich nicht. Mit dem Haar am Rücken. So, es tut mir leid, also ich muss mich jetzt echt wirklich konzentrieren, dass ich da jetzt nicht völlig daneben liege. Wenn ich auch jetzt die Farbe im Pinsel, hier vorne ist der Pinsel verdreckt, und wenn ich aber mehr aufdrücke, also wenn ich den mehr von der Seite nehme, dann kriege ich die Farbe wieder raus. Aber was ich mache ist, das können wir auch nicht, das ist hier ist zu abrupt. Schnell und gut geht nicht zusammen. Da der Übergang. Da ist es. Da ist das. So. Ich habe es ein bisschen zu blass gemacht. Also ich hätte insgesamt einfach das, den Hautfarbton jetzt durch die Lichter, wo ich jetzt nochmal drauf gegangen bin, ist das Ganze relativ kühl und blass geworden. Aber damit lebe ich jetzt mal. Das finde ich jetzt auch okay. Das kann man schon so lassen. Ich hätte jetzt einfach mehr warme Töne in die Gesichtsfarbe reinmalen müssen. Aber das ist jetzt einfach mal so. Das ist jetzt alles halb so wild. Das ist doch alles halb so wild. Okay. Super. Also ich verziehe dann manchmal einfach auch diese Härten, die dann da sind, die mich stören. Also ein bisschen dicker. Das ist dann wieder diese Sache. Okay, aber wir sind jetzt schon echt ganz schön lange in der Zeit. Also ich werde jetzt auch mal schauen. Und ich drehe euch dann das Bild glatter mal hin. Yeso. Yeso. Okay, ich sehe schon, das sind schon einige aus dem Stream abgerauscht. Und die Lippen sind wichtig. Die roten Lippen, die können noch machen, ja. Ist dann das Letzte. Sascha bringt mich mit lauter Kleinigkeiten sozusagen mit jedem Schritt noch weiter. Sozusagen. Und das noch und das noch. Also, machst du gerade. Was? Helligkeit um. Genau. Das ist super. Ihr hockt dann da und wartet die ganze Zeit. Na? Ob ich. Ändere das. Und noch ein bisschen. Aber da kommt man dann zum Teil einfach echt auch an die Grenze der Farben, weil die Pigmente einfach nicht so gut sind. Also das heißt, wenn ich jetzt eine reduzierte Palette verwende, also das ist jetzt eigentlich die Conclusio von dem Ganzen, die Conclusio mit dieser reduzierten Palette ist, dass es schon ziemlich wichtig wäre, gute Pigmente zu haben, wenn man nur eine reduzierte Palette hat. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich nur mit den drei Grundfarben arbeite, und da ist es auch so, dass ich euch dann den Tipp gebe, da gibt es es gibt da einen Kanal Draw Mix Paint von Mark Carter. Ne? Und ich drehe jetzt mal das Bild zur Kamera, oder? Da, 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 da. Seht ihr das? Ja, genau. Jetzt sehe ich es auch. Ich habe den Knick ein bisschen stärker gemacht. Bobschall passt eigentlich. Habe ich sogar größer gemacht, als er ist. Na?
Also, ich habe mich bemüht, ne? Also jetzt gibt es keine Beschwerden mehr, ne? Weil ich bin nämlich auch betriebsblind, muss ich gestehen. Ich sehe jetzt auch nichts mehr, weil, na halt, ne? Und ansonsten, schaut euch das Bild nochmal an. Also, um was es eigentlich geht, oder mir ging, ist einfach, dass man natürlich mit den drei Grundfarben relativ weit kommt. Es wäre besser, wenn man nur drei Grundfarben hat, dass man gute Qualität hat. Und es ist tatsächlich so, dass es, wenn man jetzt noch die vierte Farbe dazu hat, also diesen K, dann hilft es. Ein K wäre in dem Fall natürlich, weiß nicht, ich habe es mit Schwarz noch nicht probiert, aber was ich im Atelier oft gemacht oder jetzt gemacht habe, weil eben dieser Mark Carter, dieser Drawmix Paint, der arbeitet mit diesen drei Grundfarben, also er arbeitet mit drei Grundfarben, nicht mit denen, aber mit drei Grundfarben und hat als K noch Umbra gebrannt dazu. Ne? Oh, keine Beschwerden, ihr seid echt total nett zu mir. Also insofern, ja, also das war eigentlich der grundsätzliche Ansatz. Also das heißt, ihr kommt mit den drei Farben ziemlich weit. Und die andere Sache ist so, dass ich jetzt mal die Lukas Berlin ausprobiert habe. Vom Prinzip her sind sie, fand ich sie eigentlich ähnlich wie die anderen. Also war jetzt auch nicht der große Unterschied zu den Cobras oder zu den Artisan, kann ich jetzt nicht sagen. Es war nur einfach, die Pigmentauswahl war nicht besonders geschickt. Also das heißt, wenn ich jetzt ein gescheites Phthalo-Blau gehabt hätte und ein Cadmium-Gelb und das Magenta war auch nicht so richtig prickelnd. Also das Magenta wäre in dem Fall, das Magenta meines Vertrauens ist das Chinacridon-Rosa. Und ansonsten, warte kurz, da steht gerade der Max Otto gerne. Danke. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen der Telefonnummer des Modells und des Bildes, Bild. Die Telefonnummer ist eher eine Fake-Nummer. Nee, Sascha, das ist so, das habe ich mit meinen Modellen ausgemacht. Also, das heißt, ich habe einen Preis für das Bild und ich habe dann noch einen Preis für das Bild mit Telefonnummer hinten drauf. Ne? Also, da ist natürlich der Preis unermesslich viel teurer. Ne? Also, insofern, so schaut es aus. Ansonsten, ja, abschließend danke ich euch fürs Zusehen und der nächste Stream wird Farblehre sein, also ein allseits beliebtes Thema, auf das alle schon warten, wie soll ich sagen, in den Startlöchern schon stehen, weil das jetzt auch der Start war dafür. Also die mit den Primärfarben, ich zeige euch dann meine Farbauswahl, die doppelten Primärfarben und ich mache das nochmal, was ich schon beim Gouache-Webinar gemacht habe, wo ich aber technische Probleme hatte und dementsprechend etwas gestrauchelt bin. Und das werde ich dann nächste Woche anders lösen. Also schaut wieder hinein bei der nächsten Episode vom launigen Mahn mit Mützel. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Naja, wie gesagt, auch wenn die Zeit gerade ein bisschen schwierig ist, ist es aber trotzdem so, nützt sie kreativ, denn die Kunst ist das Einzige, was heutzutage einen noch irgendwie ein bisschen aufrechterhält und vor allem natürlich einen von dieser Absurdität dieses Lebens ein bisschen fernhält. In diesem Sinne. Macht's gut, lasst euch gut gehen und Bussi Baba, wie man aus Wien sagt, ne? Sagt zum Abschied leise Servus. Ciao.